Alter, was hier los ist. Der Koch. Hier können wir essen. Was gibt's denn überhaupt Feines? Fleisch. Da ist ein Koch und da liegt einfach ein rohes Stück Fleisch. Das ist doch unglaublich. Das ist doch unglaublich. Was haben wir hier? Da können wir schlafen. Wo ist denn die Freundin? Ich dachte, hier ist all inclusive. Wo ist die Freundin, Alter? Wo ist die Freundin? Ich hol die Freundin. Muss man die erst holen? Hier mit dem Bus. Ich hole mit dem Bus ab. Das ist romantisch. Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ich will ein Haus haben und viel Geld verdienen. Willst du bei mir wohnen? Ohne dich wäre es nicht dasselbe. Natürlich will ich das. Ich bin so glücklich. Wow, die Romantik strahlt einem hier entgegen. Okay, Olle haben wir geholt, Villa. Aber jetzt wohnt der Typ bei uns in der Villa. Und, Alter, guck dir die mal an, wie die da rumliegen einfach. Also sie ist von der Veranda umgezogen, einfach nur hierher. Verliebe dich. Jetzt müssen wir hier auch noch die ganze Zeit... Ah, oh, Mann, ey. Okay, aber hier haben wir alles unter einem Dach. Hier können wir Fernsehen gucken, mit Ding Kong können wir auch reden. Was? Karriere? Dein Ruhm muss... Was? 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 Ein Film drehen, eine Party schmeißen, Werbung, Markenware, angeben Preise. Das ist ja wirklich YouTube. Das ist ja voll YouTube, Alter. Das ist ja voll YouTube. Komm, wir drehen einen Film. Wir schmeißen eine Party. Werbung, wahrscheinlich entweder, ja, Product Placement, ne? Product Placement, Markenware, angeben Preise. Was? Alter, das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unfassbar. Okay, endlich starte ich meine Karriere. Endlich ist es soweit. Geil. YouTube Simulator 2016. Einfach ist ein Traum. So, Markenware, ein Donut oder nee, einen Teller oder eine Tasse. Kauf Tassen. Und hier Shirts. Guck mal, Shirts. Ich hasse Leute, die ihre Shirts verkaufen. Widerlich, Shop Gronkh TV. Angeben. Preise. Okay, wir lassen uns überraschen. Ich esse mal ein paar Salzstangen. Guck mal, das geht so. Boah, lecker. Dein Ruhm muss Sternchen betragen. Also 100. Nee, 350. Okay. Einen Film drehen. Kostet $200. Wollen wir einen Film drehen? Wir holen die Katze. Wir holen die Katze, dann drehen wir einen Film. Erst die Katze, dann der Film. Nein, halt, weg. Hier, nicht Muckibude. Unser Haus ist weg. Das Haus ist weg. Die beiden Häuser hier sind weg. Die sind weg. Die Katze ist tot. Die Katze ist tot. Vielleicht kann man ein Krokodil adoptieren statt der Katze. Ist auch schön. Aber hier können wir einfach gar nichts machen. Ich fahre hier hin und wir können hier gar nichts machen. Aber wir haben $1.700. Scheiß aus Busgeld. So, wir haben eine Vorauszahlung erhalten. Das Camp ist aber noch da, komischerweise. Verstehe ich nicht. Aber hier ist... Das ist natürlich genau gegenüber. Das ist natürlich sehr praktisch. So, wir müssen erstmal nichts machen, glaube ich. So, warte. So, auf die Katze ist natürlich noch... Irgendwo ist die noch. Im Kühlschrank. Die Katze ist im Kühlschrank. Ist alles easy. Tja, ich würde sagen, wir müssen trainieren, oder? Oder soll man einen Film drehen? Soll man einen Film drehen? Musste sagen. Film drehen? Soll man einen Film drehen? Ja oder nein? Ihr müsst das entscheiden. $200. Ich denke, das können wir easy machen. Kostet das? Ne, das bringt 100, ne? Ich hoffe, das sind nicht die Kosten, sondern das, was es bringt. Das wäre schön. Ach nee, Belohnung. Das kostet 100 Ruhm. Was? Verdiene Geld und Ruhm. Ne, das muss doch das bringen. Okay, Film drehen. Ja, mach mal einen Film. Komm. Was? Was? Ach so! Das sind die neuen Kämpfe. Das ist ja geil. Gegen Alien 1. Alter, das Spiel ist mega. Das Spiel ist einfach mega. Ganz ehrlich, 10 Euro dafür ist ein Witz. Ich muss es nochmal sagen. Kämpfe. So. Alter, an der Filmkulisse mit einem fetten UFO im Hintergrund ist wie Akte X nur mehr auf die Fresse. Alien auf die Fresse. Ich hoffe, den kriegen wir runter. Oh, 29, okay. Gerade eben sah es noch nicht so gut aus. 10, 20, Alter, 31, 41. Wie wir hier die Außerirdischen vermobben. Alter Schwede. Ganz ehrlich, die UFO-Gida wäre stolz auf uns. Das läuft gut.
Das läuft super. Komm, vermöbeln wir mal weiter. Nice. Boah, das ist total geil. Also das Spiel ist mega. Wie viel Abwechslung, wie weit es hier noch geht. Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, das war's eigentlich schon. So, komm, jetzt noch aufs Maul. Nochmal auf den Boden. Das war's. Ein Hitpoint. Ciao. Die Erde gehört uns, Motherfucker. So, du gewinnst. Wir gewinnen hier. Ich will wieder Kuchen gewinnen. Ah, hier kriegen wir wieder Kuchen. Da kriegen wir noch 15, da kriegen wir 25. Willst du weiterkämpfen oder deinen Preis nehmen und gehen? Wenn du verlierst, bekommst du gar keinen Preis. Wir fahren fort. Gegen Alien 2. 549. Ja, okay. 21. Das wird jetzt schon ein bisschen härter tatsächlich. Also ein bisschen härter ist es schon. Die Aliens, ganz ehrlich, die Aliens an sich sind nicht so hart, aber das ist schon ganz geil. So. Vor allen Dingen ist immer die gleiche Szene. Weiterkämpfen, weiterkämpfen. Natürlich! So. Geh mal bitte zum Don. Ja, da haben wir gerade nichts verloren, ehrlich gesagt. Der Don, wir haben das Medaillon vom Don ja schon. Der hat es nach Russland geschickt. Aber wir haben es ja geholt. Okay, pass auf, wir machen einfach weiter. Ich muss da gar nicht gucken. So. HP regenerieren nicht, das weiß ich. Aber momentan, guck mal, läuft doch gut. Solange die Energie regeneriert, ist alles okay. Solange das passiert, ist alles gut. Sollen wir weitermachen? Alter, $1500 wäre natürlich ein Traum, aber ob wir bis dahin durchhalten, glaube ich nicht. Bis $300 könnten wir durchhalten. Dann haben wir 15 Kuchen. So. Ich würde sagen, bis zum Schluss weiterkämpfen schaffen wir nicht, glaube ich nicht. Weil die Hitpoints, guck mal, 240. Wir lassen uns überraschen. Zwei Kämpfe machen wir jetzt noch, 899. Die werden, glaube ich, auch härter. Wir lassen uns überraschen. Wir gucken, wie weit wir kommen. Ich mache auf jeden Fall noch die zwei Runden jetzt. Dann gucken wir mal, wie fit wir noch sind. Und dann schauen wir mal, ob wir die beiden restlichen Kämpfe noch hinkriegen. Und dann, ganz ehrlich, John Cena ist jetzt auch Filmstar. Ganz ehrlich, der ist jetzt auch Filmstar. Der verprügelt Außerirdische. Glaubt man gar nicht. Oh, 10. Hat uns gerade für 10. Oh, nochmal 10. Oh. Wir können also auch echt Pech haben. Jetzt hat er Glück gehabt gerade. Wir haben ihn fast auf dem Boden gehabt. Right. So, komisch, dass wir zwischendurch nicht regenerieren können. Das wundert mich ein bisschen. Aber vielleicht ist die Szene einfach noch geiler, wenn wir länger kämpfen, wenn wir länger aushalten und gegen mehr Horden... Alter, 28, Bams, 19, 20, jetzt nochmal, komm, auf die Fresse, 9. Alter, komm, go, wir müssen noch ein bisschen weiterkommen, wir müssen noch ein bisschen weitergucken. So, warte. Weiter geht's, 10, 9, 19, 28, 52, Bam! Alter, voll Duke Nukem, geil! Super geil, okay, nächster Kampf, $300, 15 Kuchen, 200 Ruhm. Das hier wäre natürlich das Ultimo. Vielleicht schaffen wir das sogar noch, wir fahren nochmal fort. Vielleicht schaffen wir es noch, 15, 12, okay, der wird hart. Der wird noch härter. Ninjitsu-Fan. Uh-oh, der wird hart. 9. Ich setze viel auf Ausweichen, muss ich einfach. Scheinen beide ein bisschen langsam. 9, 18. Oh, 10. 4 für sich selbst. Okay, der ist ein bisschen härter tatsächlich. What? 9. 9. 10. 14. 23. Alter, 32. Wow, nice. Sehr nice. 10, 14, 23. Bam, 32. Schlag den Opa weg. Jetzt trifft er dich selber nochmal ein bisschen. Wir selber kriegen nicht so viel Damage. Also wir könnten es schaffen, ehrlich gesagt. Wir haben bis jetzt nur 29 Hitpoints verloren insgesamt. Das sieht ganz gut aus, ehrlich gesagt. So, wir haben 29 Hitpoints bisher nur verloren, also wir können es echt schaffen, wir können bis zum Ende durchhalten. Müsst ihr entscheiden, aber ihr müsst das entscheiden, ob wir das machen bis zum Ende. Solange 5 Hitpoints haben wir noch, das war diese Runde und wir sind schon wieder Sieger, es ist unglaublich. Es läuft gut für uns. Sollen wir die nächsten beiden Runden noch machen, ja oder nein? Ihr müsst entscheiden. Lassen wir uns überraschen, weiter, ich sehe schon weiter. Weiter. Schaffst du nicht, der letzte ist echt hart. Okay, weiter. Packst du schon, weiter. Riskier es nicht. Aufhören. Weiter. Stopp, weiter. Ja, das schaffst du nicht. Ja, nein. Ich bin hin und her gerissen. Regeneration können wir nicht machen. Den nächsten packst du nicht. Also es ist auf jeden Fall mehr weiter als packst du nicht. Es könnte passieren, stopp, mach Werbung, um Asche zu bekommen. Okay, wir üben noch ein bisschen. Pass auf, wir sind vernünftig.
Ich glaube, guck mal, der Schritt ist von 300 auf 1500. Das ist schon sehr krass. Das heißt, wir können später noch einen Film machen. Wir machen später noch einen Film und dann prügeln wir uns durch. Jetzt warten wir erstmal. Wir warten erstmal, wir bleiben vernünftig. Wir bleiben vernünftig, ich glaube, das ist gut. So. Mach lieber zu Ende, ist zu riskant. Ist wirklich sehr riskant gerade. Es ist wirklich sehr riskant. Wenn du verlierst, gehen insgesamt 100 Ruhm verloren, weil du die bezahlt hast. Okay, wir nehmen den Preis, wir nehmen 200 Ruhm. Das nächste Mal haben wir weniger Risiko. Wir machen jetzt erstmal ganz kurz auf Safe. Nimm den Preis. Wir machen erstmal auf Safe. Du hast den Ausdauerkampf beendet und bekommst deine Belohnung. Belohnung 300, lalala. Vor allen Dingen kriegen wir jetzt wieder. Wir können doch wieder skillen, oder? Hä? Können wir nicht? Können wir nicht skillen? Wir können auch skillen. So. Also wir sind mal vernünftig geblieben. Die Frage ist nur ganz kurz, wir mussten einfach. Ist zu riskant? Ja, es war einfach zu riskant. Weil ich dachte mir, da kommen bestimmt noch richtig fiese. Die Frage ist, was machen wir jetzt als nächstes hier? Wir wollten hier auf Trainieren gehen, ne? Das war unser Dingens. Gute Schuhe wollten wir machen. Wir wollten gute Schuhe machen. Ich denke, das machen wir noch. So. Gute Schuhe. Einer schreibt Fehler, aber es war kein Fehler. Wir können das ja jederzeit wieder machen. So, nächster Kampf in 2 Tagen. Also, wir können Werbung machen, kriegen dafür 75, Belohnung 750. Ich weiß gar nicht, was wir da machen müssen. Werbung können wir auch machen. Eine Party schmeißen, Belohnung 150, kostet 500 Dollar. Belohnung 750, kostet 75 Ruhm. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ist das sind die Kosten hier, ne? So. Wir müssen auch mal ein bisschen trainieren. Jedes Mal, wenn du die Arbeit erlegst, das ist ja echt wie YouTube. Das ist ja echt wie YouTube. Alter, guck mal, das ist wie YouTube. Als Affe im Käfig, mein Produkt, kauf mein Produkt. Oder generell, Product Placement auf Twitter. Ich wurde so oft gefragt, ob ich mein Handy zeigen kann. Hier, guck mal, und diese App nutze ich besonders gerne. So ein Zufall. So, anstehende Kämpfe. Was? Nicht genug. Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Ruhm. Fortfahren. Alter, 750 Dollar. Nice. 75 Ruhm für Werbung. Kostet immer 75 Ruhm, aber wir können ja dann wieder einen Film drehen. So. Markenware bringt Einkommen ohne Arbeit. Auch schön. Kostet aber 150 Ruhm. Kann man sich nicht leisten. Wir brauchen mehr Ruhm. Ruhm. Eine Party schmeißen. Bringt 150. Ich schmeiße jetzt meine Party. So. Jedes Mal, wenn du die Arbeit erledigst, bekommst du 150 Ruhm. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. Yo, yo, motherfucker. Yo, yo, yo. Yo, yo, tiki, tiki, yo, yo, tiki, tiki, yo, yo, tiki, tiki, yo, motherfucker. So. Okay, 150 Ruhm. Bams. 150 Ruhm eingeheimst. Jetzt müssen wir aber langsam mal schlafen. Wir müssen langsam auch mal wieder schlafen. Leider. Jetzt haben wir das Problem. Die Werte fallen. Das ist das Problem. Wenn wir nicht trainieren, fallen die Werte. Wir können zwar hier die ganze Zeit kämpfen, aber leider. So. Oh ja, oh na, haben wir jetzt Werbung gemacht und das Hashtag sponsert vergessen. Oh, das ist was Doofes. Das passiert mir ja sonst nie. Ja, ja. So. Schlafen. Ich hoffe, wir schlafen hier besser als in dem anderen Ding. So, Tag ist rum, wir müssen echt trainieren. Wir müssen auch verliebt bleiben. Wir müssen die Verliebtheit auch noch ausnutzen. Irgendwie schlafen wir ja gar nicht besser als in unserem Bett. Auf dem Sofa haben wir besser geschlafen, oder? Kommt mir so vor. Und der Bär hier war auch in Russland übrigens, das weiß ich zufällig, den habe ich da gesehen. So, okay. Trainieren im Keller. Ach, hier ist noch ein Keller. Okay, wusste ich nicht. Gut, müssen wir nicht ins Fett. Kaviar, sehr selten und sehr teuer. Ja, weiß ich nicht, will ich nicht unbedingt. Fleisch. Okay. Essen könnten wir jetzt noch ein bisschen, aber weiß ich, ich gehe jetzt mal in den Keller. Ich gehe mal kurz in den Keller. Kaviar natürlich. Kaffee, Alter, Kaffee, geil, super geil. Das Kaffee gibt, finde ich, super geil. Wir sind noch verliebt. Ach, guck mal, der Keller. Guck dir das mal an. Boah, geil, Alter, geil. Wir haben ja alles hier.
Schön. So, hier Ding Kong. Da steht noch Ding Kong. Da ist irgendwie ein Fehler. Wir haben wieder einen Bug entdeckt übrigens gerade. So. Erstmal ein bisschen Punch, 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 Punch. Dann laufen, 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 laufen. Momentan sind wir noch verliebt. Das ist ganz gut. So. Markenware sehr gerne, aber erstmal trainieren. Trainieren ist wichtig. Wenn wir nicht trainieren, dann haben wir nichts verloren hier. So. Okay. Das haben wir. Ding Kong. Die Frage ist, können wir uns Energy Drinks holen? Du brauchst nicht schlafen, einfach Nahrungsmittel kaufen, um alles aufzufüllen und dann wieder drehen. Okay, die Frage ist, können wir uns noch Energy Drinks holen? Dann würde ich mir die ganze Zeit Energy Drinks holen und reinkippen, weil ganz ehrlich, wir jetzt haben mal genug Kohle eigentlich. Durch unsere Werbeverträge, weißt du? So. Trainieren würde ich gerne noch weiter. So, das wäre schön, aber wir können jetzt auch anderes trainieren. So, wie zum Beispiel... Oh, hier sind Pizzakartons. Hier ist Musik. Was trainiere ich denn mal? Wie wär's denn hiermit? So, wir haben wirklich alles hier jetzt. Wir haben jetzt alles hier. Ja, geht, aber Kaffee ist besser. Na gut, ja, Kaffee. Hauen wir uns die ganze Zeit Kaffee rein. Also von mir aus gerne. Ich bin's ja gewohnt. Kaffee besser als Energy Drink. Ja, hauen wir uns Kaffee rein. Die ganze Zeit Kaffee, Kaffee, Kaffee. Aber wir müssen natürlich gucken, wie viel Kaffee wir haben. Ob das auch reicht, vor allen Dingen. So. Trainieren, trainieren. Wir müssen nur verliebt bleiben. Wir müssen ab und zu mal mit der Süßen reden. Dann klappt das schon. So. 18, 11. Okay. Boah, nice. Läuft. Läuft wieder. Kaffee ist nicht immer da. Dann holen wir uns Energy Drinks, wenn das geht. So. Kaffee ist nicht grenzenlos verfügbar, Energy Drinks doch. Wir nehmen den Kaffee mit, solange der da ist, und ansonsten holen wir uns Energiedrinks, wenn das geht. Die müssen doch auch hier im Kühlschrank landen eigentlich. Theoretisch. Genau, weiß ich es nicht. Nicht mehr schlafen müssen. Total geil. Finde ich sehr gut. So. Die Antwort auf eine gewisse Frage ist übrigens ja. So, sehr gerne. Es würde mich freuen. Es wäre toll. Es wäre ein Traum. So. Kaffee brauchen wir nicht, aber erstmal einen fetten Truthahn. Und wir müssen mit der Süßen hier, ne, weißt du schon, die Adrian, die immer so fleißig ist. Oh, die arbeitet immer, so ein fleißiges Mädchen. Schmilzt im Mund, nicht in der Hand, ein Lamm. Oh, auch lecker. Ein kleines Lämpchen oder Fleisch? Ehrlich gesagt ist Fleisch doch viel besser, oder? So, zwei Fleisch. Bams, okay. Okay. Gronkh bekommt gleich Kaffee aus seinem Portal. Der Menenen bereitet ihn wieder zu. Der Menenen macht das. So. Muckibude. Nee, was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Was wollte ich denn gerade machen? Ich wollte Energy Drinks. Ich brauche keine Energy Drinks. Was mache ich denn hier? Ich bin gerade ein bisschen abwesend. So. Ich gehe weiter trainieren. Freunde, wenn ihr mich sucht, ich bin unten. Wir müssen aber mit der Süßen dann auf jeden Fall noch, ne? Die muss auf jeden Fall noch, die muss wieder gefügig gemacht werden. Verstehst du? Die muss wieder gefügig gemacht werden. Unser Zuckerstück kriegt dann wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Und schönes 40-Dollar-Präsent, das reicht ja wieder. So. Mit Freundin reden, machen wir gleich. Machen wir gleich. Wir sind ja gleich wieder entliebt. Komisch, dass sie dann immer noch hier wohnt. Erstmal die Alte rausschmeißen. Adrian! Raus! So. Plaudern, mach ein Geschenk, komm hier. 150 Dollar! Was? $150! Weißt du, was ich jetzt machen würde? Ich würde jetzt losfahren. Ne, ich würde jetzt losfahren. Für sie würde ich losfahren. Ich würde mir vor Ort, würde ich mir das Schuhgeschäft suchen. Ja, das Schuhgeschäft. Wir wissen, Frauen lieben Schuhe. Angeblich, klischee-mäßig, lieben Frauen Schuhe. Ich würde jetzt ein Schuhgeschäft suchen, losfahren, ein Schuhgeschäft in dieser Stadt suchen. Da würde ich mir fette Wanderstiefel kaufen und die so in den Arsch treten, dass sie hier mal
sich bewegt, Alter. Die hängt die ganze Zeit nur rum und liest in ihrem Scheiß. Die hing die ganze Zeit auf der Veranda rum, hat nichts gemacht. Gib mir Geschenke, ich will reden. Gib mir Geschenke, ich mach nichts. Du musst machen. Gib mir, ich steh nur rum. Und jetzt hängt die einfach nur hier auf dem Sofa rum und furzt die Couch warm. Mehr macht die nicht. Die erzeugt Bioabgase. Die holt sich den Kaviar aus dem Kühlschrank, erzeugt Bioabgase und will $150 Geschenke haben. Diese blöde Schlampe. Alter, die ist zu nichts zu gebrauchen. Zu nichts. Was soll man mit der? Das ist doch keine Liebe. Das ist doch eine Zweckehe. Das ist ja nicht mal eine Vorzeige-Olle. Ganz ehrlich, wenn die den ganzen Tag auf dem Sofa liegt, wie sieht die aus nach 2 Monaten? Da liegt doch ein Blob irgendwann. Kannst du die Zeit drauf umblättern? Ich schwitze immer so, wenn ich die Seite bewegen muss. Ich hab zu viel geredet. Alter. Diese blöde Krähe, Alter. Was sollen wir denn mit der? Kinder machen? Ich will mit der keine Kinder machen, um Gottes Willen. Alter, der kriegt so einen Tritt in den Arsch einfach, dass wir ihr den Mastdarm massieren. Mach ein Geschenk für 150. Ich glaube, es hackt. Alter, das Miststück einfach. Du willst verliebt sein. Ich will... Ja, ganz ehrlich. Ist das die einzige Frau in der Stadt? Was ist los mit dem Typen? Ist er verzweifelt? Guck dir die mal an, die faulen Säcke. Und wir müssen die ganze Zeit schuften. Weißt du, hier, schon wieder runtergegangen. Wir haben keine Zeit zum Plaudern. Hier, nimm mal ein scheiß Geschenk, du blöder Kuh. Hab Geschenke nicht, weil ich doof bin. Ach, so süß, vielen Dank. Gib mir doch einfach Bargeld. Das schiebe ich mir gleich in die Ritze. Zwischen meinen Brüsten. Du bist so süß. Die verliebt sich nicht mal. Adrian, du bist wunderschön. Das einzige Attribut. Ich bin auch glücklich, weil ich das Sofa warm furzen kann. Ich hoffe nur, ich bin wichtiger als das Kämpfen. Nein, bist du nicht, weil ich deinen scheiß Arsch bezahlen muss. Mann, ich geh wieder in den Keller und trainiere. Oh, blöde Kuh. Alter, und das um diese Uhrzeit, weißt du? Das gibt's doch nicht. Wegen dir ist ihr Bruder verreckt, er ist nicht wegen mir verreckt. Der Bruder hat gesagt, Bein gebrochen, ich gehe gegen Zangief. Tolle Idee. Der Bruder war dumm, der hat den ganzen Tag nur rumgehangen und gekifft. Alter. Und dann in seiner illusorischen Wirklichkeit der Roy wieder so, oh, Zangief, den schaffe ich, weil ich den ganzen Tag nur rumsitze, auf meinem scheiß Stuhl, weil meine ganze Familie nur rumsitzt, den ganzen Tag auf dem scheiß Stuhl. Boah, das war die Arschitz-Familie, mehr können die doch gar nicht. Alter, das ist unfassbar. Das ist sowas von die nutzlose Familie einfach, Roy und Adrian. Die Eltern sehen wir nicht, weil die ganze Zeit noch im Haus sitzen wahrscheinlich. Die sitzen die ganze Zeit nur im Haus. So. Alter, das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Kauf mal neue Geräte. Gibt's doch gar nicht. Wir haben doch alle Geräte jetzt hier. Alter, ich weiß nicht mal, was ich sagen soll dazu. Das ist einfach so furchtbar. Alter, das ist einfach... Ja, okay, trainieren wir weiter, damit wir der Alten ihren Arsch vergolden können. Ihren komischen alten Bio-Furz-Gas, mit dem so oben das Sofa penetriert. Das gibt's doch gar nicht. Die hat bestimmt schon so ein Glutloch unter ihrem Arsch. Liegt da wahrscheinlich schon irgendwie die Kaviar noch so halb in ihrem Damenbad, überall so an den Lippen, so überall alles verschmiert. Willst du mich wirklich? Nein! Das ist ein Zweckehe, ich will trainieren. Lass mich in Ruhe. So. Hat auch mit Liebe nichts zu tun. Was machen wir jetzt? Hier. Wir müssen gleich wieder was essen. Aber glaubst du, die Alte hat was gekocht? Nein, wir haben ja den Koch. Weißt du? Dass sie uns wenigstens mal ein Brot schmiert und runterbringt. Einfach mal aus Liebe. Weil sie den ganzen Tag nur rumliegt und wir den ganzen Tag arbeiten müssen. So. Ich meine, die können sich einen Job suchen. Die können sich auch mal einen Job suchen. Warum sucht die nicht einen Job? Ich kann keinen Job suchen. Ich muss Sofa-Furzen skillen. Hat wahrscheinlich auch so einen Balken. Da fliegen so braune Bläschen nach oben die ganze Zeit. Aber die ist schon auf Level 64, während wir unten rumkrepeln, weil wir dauernd ihre scheiß Geschenke bezahlen müssen. Es geht nicht. Alter. Hier. Vor Aggression klickt ihr da die ganze Zeit drauf. Guck mal. So, wir müssen essen.